Und willkommen zurück zu Pokémon Part 2, Strand und Diamant. In der Version 1.0.1 ist ja tatsächlich ein Bild drauf. Ich schaff's vielleicht einzufügen irgendwie. So ein Bild mit Chanera. Aber, wenn man es nicht abgedatet hat, was jetzt schon viel höher sein sollte, ist es einfach nur schwarz. Sie guckt einfach nur einen schwarzen Bildschirm an. Deswegen war ich hier. So, ich wollte in der nächsten Stadt, dessen Namen ich komplett vergessen habe, noch die Leute anquatschen. Ich geh mal schnell hin, ich werde schnell die Kämpfe hier fest machen. Wobei, nee, Moment. Der erste Kampf hier ist Anella. Und ich habe natürlich die Pokémon-Reihenfolge nicht geändert. Ach, clever. Ich soll jetzt erstmal so weghauen. Ah, mach den Tackle. Moment, es macht auch einen Tackle. Ein paar Erfahrungspunkte für Sanella wären nicht schlecht. Wobei es im Kampf mit Level 2, das wird schwierig. So, Moment. Bam. Und ich habe den Rahmen nicht geändert. Diese Frevelei. Wo war der Rahmen? Ah, hier. Wir nehmen einen schönen Rahmen. Sollte blau sein, es passt zum Kanal irgendwie. 21? Nicht schlecht. Oh, 23. Wir nehmen die 23. Ja. So, hätten wir die Rahmen doch geändert. Ich habe schon einen Kampf hier. Nö, okay. So, wir wollen die Leute im Haus in den Häusern besuchen. Das Ding, das du da hast, das ist doch ein Pokédex, stimmt's? Dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach dem unterschiedlichsten Pokémon begeben. Du bist echt der Glückspilz. Ha. Ich habe den Pokédex, eher nicht. Ich nehme an, alle Fernseher hätten ein Bild. Ich weiß nicht, was hier drauf wäre, aber... In dieser Version sind alle schwarz. Die sparen alle Strom. Sehr clever. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Vergiss aber gerade zu Beginn deines Abenteuers nicht, die regelmäßigen Pokémon-Sender zu heilen. Während du trainierst. Ein guter Trainer achtet stets darauf, dass seine Pokémon nicht zu viel KP verlieren und bewahrt, sie somit davor kampfbewegt zu werden. Ja, das ist darum, worum es in Pokémon-Kämpfen geht. Oh. Ah, Professor Eibes ist also zurück. Er ist ein bemerkenswerter Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und meine Enkelin gehen ihm aktuell bei seinen Forschungen zur Hand. Das ist ja schön. Wer bist du denn? Oh, du bist Matze. Ach, dann hilfst du doch bestimmt dem Professor mit seinem Pokédex, oder? Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Yay. Hier stehen lauter Pokémon-Bilder. Bücher rum. Hier sind zwei Betten. Moment, die Familie hat zwei Betten. Da ist nichts drin. Moment, der Laptop hat Bild. Abenteuer Nummer 1. Zurück geht's, um das Menü zu öffnen. Yay. Regelmäßig speichern, juhu. Das ist kein PC-Bildschirm. Ach, schätze den. Ist hier nur einmal was drin? Nein, er ist leer. Kein Hyperball oder so. Da geht's nach unten. Damit du nicht vergisst, was bisher passiert ist, speichere jetzt besser mal. So, nun kann ich ein Päuschen einlegen. Yay. Wow, dein Pokémon ist so cool. Man kann sie in Kämpfe einsetzen, dadurch stärker machen. Ach, ich hätte auch gerne welche. So, ich muss eigentlich schon oben. Aber hier ist noch ein Item. Yeah, ich finde Gegengift. Und ich schaffe natürlich den Pokéball weg. Wie jeder gute Trainer. So, dann geht's Abenteuer oben weiter. Na, die Pokémon mag ich nicht, oder? Manchmal kriegt man Items, aber... Okay, Zeit für den Kampf. Meine Sanella macht das schon. Okay, vielleicht auch nicht. Wie viel macht Tackle? Nicht genug wahrscheinlich. Ja, das wird überhaupt nichts. Ja, jetzt. Einwechseln. Los geht's. Blattnator macht das.
Wirklich. Ich soll vielleicht erstmal so ein bisschen trainieren müssen, oder? Das wird sonst sehr schwierig. Oh nein, mein Angriff ist gesunken. Los. Volltreffer, schade. Ja, jetzt merkst du nervt. Gut alte Heuler-Taktik. Meine Punkte sind nur verdammt schwach, einfach mal. Tackle. Und besiegt. Sehr gut. Ja. Erfahrungspunkte technisch hat es gelohnt. Was haben wir hier noch? Noch ein Stachelili. Das wird ein bisschen sehr nervig. Oh, Level 2 gegen Level 2. Auch schon ein bisschen eingeschwächt. Ja. Oh mein Gott, ich mach gar keinen Schaden. Adlerauge, 500 Lust aus der Genauigkeit. Sehr schön. Dass ich das mal nachgucke. Oh, hier muss ich wechseln. Also, ich sehe da keine Situation, in der ich gewinnen werde. Oh mein Schelass macht das. Ja, Heuler. Na ja, los. Naja, Angriff sinkt. Und weg mit dir. Level up. Ja, Level 7. Sanella Level 3. Schnabel wäre geil. Also Piekser. Echt der Piekser mit Leute. Ja, den Kampf, ne? Wie sieht's aus? Ich hab die erste verloren, ne? Ich geh kurz heilen. Bin gleich wieder da. So, ich war heilen. Konnte nur ein, zwei Pokémon besiegen. Und habe jetzt Sanella Level 4. Du bist ein Pokémon-Trainer, ich bin auch ein Pokémon-Trainer. Unsere Blicke haben sich getroffen, also müssen wir jetzt miteinander kämpfen. Schön. Dann kämpfen wir halt. Knirps Gunther. Okay. Der hat auch einen Stachelili. Mal sehen, wer der bessere Stachelili-Trainer ist. Oh, er ist Level 5. Heuler. Okay, das wird nichts. Das wird überhaupt nichts. Moment, ein Heuler kann ich doch. Ein Tackle kann ich doch abkriegen. Ja, sehr gut. So, es hat nur einen halben Angriff. Absolut kein Problem für Plattenäther. Ich meine, da kann jetzt nichts mehr machen, glaube ich. Der wird selber Heuler machen, wahrscheinlich. Das hätte ich gewusst. Fackel. Der kann ruckzuckieb. Ich glaube, ruckzuckieb. Ja, das ist echt nicht gut. Meine Pokémon sind schwach. Einfach nur enorm schwach. Wieder Tackle. Ist Tackle schwächer als Ruckzuckieb? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine, wenn das Ruckzuckieb Erschlag hat, macht es schon besser wahrscheinlich. Und 100% Genauigkeit. Okay, wir haben gewonnen. Ich brauche dringend mehr Power. Oh, First Level 6 erreicht. Das sind noch keine guten Werte. Ruckzuckieb. Ja, yeah, ich hab Gunther besiegt. Da kann Gunther gar nichts machen. Da kann er einpacken. So, jetzt will ich schon mal kurz gucken. Ich sollte nochmal heilen. Immer zurückrennen ist so nervig. Alter Trümmerattack, ne? Genau. Tackle 100. Genauigkeit, das ist aber neu. Sag mal, Tackle 100. Ich bin mir unsicher.
Wahrscheinlich schon ein paar Generationen mehr, aber... Okay, ruckzuck ist einfach nur Tackle mit Erschlag. Ja, ich muss mal heilen. Und wieder zurück, ich war heilen. Tipps für Trainer, Pokémon, die einen Kampf-Tackle haben, erhalten mehr Erfahrungspunkte, als solche, die nicht gekämpft haben. Je öfter ein Pokémon kämpft, desto stärker wird es. Ja, da sind noch... Ich stehe Faus. Die Fleißpunkte, FPs. Dafür muss ich Pokémon besiegen. Das Problem, wenn mein Stachelide einfach kein Kampfzentrum kriegt. Oh, gehöre Nadine. Das hätte ich auch gesagt, ich hab gar nicht geachtet. Ah, wie Dieza. Okay, jetzt aber hier. Los, Danella, jetzt aber. Ah, es ist Level 3. Sollte ich aber locker schaffen. Ruckzuck, Hieb. Ruckzuck, einen in der Fresse. Und es ist halb tot. Ich kann schon auch Tackle machen. Ich meine, ich kann mir die AP sparen. Dann wiederum, ehe ich die aufgebracht habe, dass man den Pokémon eben besiegt. Level 6. Ja, Angriff. Ich brauche mehr Angriff. Scheiß auf die anderen Stats. Ich könnte mal gucken, ob ich eigentlich schon Wesen habe. Hab ich noch gar nicht nachgeschaut. Ob es ein guter ist. Ich meine, für die Hauptsache sollte ja wohl reichen. Wobei Top 4 ist ja hart. Sollte man nicht unterschätzen. Trotz Heuler weggehauen. Das ist irgendwie so seltsam, oder? Müsst ihr Heuler schwächer machen? Wenn ich gerade so die Hälfte mache. Ich hatte keine Chance. Ein Pokédoll für mich. Ich will mal kurz nach dem Wesen schauen. Neutral. Na, Angriff hoch, Spezialverteidigung runter. Finde ich gar nicht so verkehrt. Vielleicht wäre weniger Spezialangriff ganz gut gewesen. Dass er mehr tankt. Oder Innie. Weniger Innie wäre besser gewesen. Aber ich hatte in den Hauptspiel, wo ich gespielt habe, deutlich schlechtere Wesen. Deutlich. Lass uns kämpfen. Hey, der Sieg wird allerdings an mich gehen. Weil ich habe schon mit Blindfahr gespielt und ja, ich glaube, es war Spezialangriff runter oder Normalangriff und dafür Inni hoch. Yay. Ein Shinux. Kann Shinux die Elektroattacke? Jetzt, in den Level. Das hat Bedroher, das gefällt mir schon gar nicht. Ab wann kann der Donnerschock? Ich riskiere es. Er kann Tackle. Sollte ich... sollte ich gewinnen. Wenn das ein Volltreffer war, sollte ich das sogar gewinnen. Er kann kein Donnerschock, das ist schon mal gut. Okay, noch einen stecken wir ein. Außer macht einen Volltreffer. Und hier machen wir Volltreffer, ja, auch mal was. Donnerschock! Er kann doch Donnerschock! Ach. Als ob! Die ganze Zeit macht das nie. Muss ich wieder zurückrennen? Ja. Sei besiegt. Ja, Knopf oben besiegt. Du bist echt krass. Du hast mein Pokémon besiegt. Oh nein, jetzt muss ich zurückrennen. Okay, ich renne schnell zurück. Und wieder zurück. Ich habe Shinux gefunden unterwegs, aber ich habe mich dagegen entschieden. Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere Gegner sieht man nur nachts. Ich habe einfach so lange gewartet, bis ich jetzt einzeln gesehen habe. Ich kann nur lange warten. Hier jedes Pokémon zu sehen zumindest. Das wird dauern. Kein Pokémon-Kampf? Schade. Hey Matze, na, fängst du auf fleißig Pokémon? Du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du ein paar mehr Pokémon gefangen hättest. In Überscheck gibt es übrigens eine Trainerschule, mit anderen Worten eine Schule für Trainer. Wer hätte das gedacht? Jedenfalls solltest du dort unbedingt mal vorbeischauen, um mehr Pokémon zu lernen. Ach ja, Frank ist von übrigens auch zur Trainerschule aufgebrochen. Und dann, mach's gut! Ich mag's, dass sie nur zu mir kommt, um mir das zu sagen. Jubelstadt, die Stadt der Freude und Zusammenkunft.
Ja, ich muss einfach in dieses Haus mal reingucken. Hallo Trainer, wenn du mit deiner Weisheit mal am Ende bist und nicht weiter weißt, wie es weitergehen soll, dann sprich mit den Leuten, quatsch mit dir, die du siehst. Reise, wohin dich deine Beine tragen, denn so wirst du immer wieder Neues erfahren und es wird dir schnell jetzt einen schönen Weg auftun. Pokémon sind tiefgründige, geheimnisvolle Geschöpfe, doch die Trainer scheinen in erster Linie nur aus Kämpfen zu denken. Oh ja, kämpfen. Wusstest du eigentlich schon, dass sich manche Pokémon-Arten entwickeln, nachdem sie durch Kämpfe stärker geworden sind? Außerdem kann sich durch die Entwicklung auch ihr Aussehen völlig verändern. Kann. Es ist immer so. Der Umstand, dass Pokémon zur Entwicklung fähig sind, macht sie geheimnisvoll. Yeah. Entwicklung. Ja, wobei ich schon seltsam, ne? Schön. Wie muss ich das vorstellen? Ich bin Käfer, okay, wenn sich verpuppt und so. Oh, die haben eine Switch. Ich tausche gerade Pokémon, mein Freund. Ich gebe meinen Pokémon immer ein Item zu tragen, bevor ich das tausche. Damit macht man den anderen Trainern nämlich eine doppelte Freude. Oh ja, so ein Trank. Hallo Trainer, na, weißt du viel über Pokémon? Ich sag mal ja. Verstehe, was Pokémon betrifft, kennst du dich also ziemlich aus. Dann hast du es wahrscheinlich nicht unbedingt nötig, die Trainerschule zu besuchen. Ach, du kannst ja trotzdem mal vorbeischauen, wer weiß, vielleicht lernst du noch was Neues. Das ist die Schule, oder? Von der ich so viel gehört habe seit den letzten 5 Minuten. Es tut mir leid, aber die Vorbereitungen für die GWS sind doch in Vollgang. Ich darf da nicht rüber. GWS, was war denn das? Irgendwas online, glaube ich. Oder? Okay, da ist Frank. Pokémon sind in der Lage, Items einzusetzen, die ihm zu tragen gegeben werden. Aber nur mit bestimmten Items, die von Menschen hergestellt wurden. Gibt es Tränke oder Gegengift, wissen sie selbst nicht anzufangen. Auch nicht ein Simsela mit einem IQ von 4000, oder was der hat. Ich habe einen Aufsatz geschrieben und der Titel lautet: Was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Gegen die kannst du kämpfen, oder? Moment. Heute haben wir etwas über verschiedene Pokémon-Typen gelernt. Typ Pflanze ist schwach gegen Feuer, Typ Feuer wiederum schwach gegenüber Wasser und Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Das glaube ich dir wenigstens. Glauben. Ihr scher Wissen wäre besser. Oh, Entschuldigung, ich will der glauben. Egal. Hey Matze, bist du auch hier, um was zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel geschrieben steht. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine kostbaren Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Matze? Weißt du was? Du hast etwas für mich? Ein Paket. Und was ist das? Oh, klasse, das ist eine Karte. Huch, aber wieso denn gleich zwei davon? Ich finde die zwar toll, aber ich brauche nur eine. Hier, du kannst die andere haben. Ich habe die andere Karte. Wenn ich mich nach der Karte hier errichte, dann heißt mein nächstes Ziel Erzlingen. Dort gibt es auch eine Arena, ideal zum Trainieren meiner Pokémon. Schließlich bin ich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Ja, verschwinde einfach. Wobei, ich kann nochmal gegen die kämpfen, das ist ja cool. Du bist doch die Schlange-Trainer, stimmt's? Du sollst dir Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Steht hier dran. Ja, Schadensprobleme. Wir kennen die alle. Am schnellsten lernt man etwas, indem man einfach etwas tut. Können wir kämpfen? Los geht's. Ich verstehe die Frage gar nicht. Was soll ich schon mal anfangen? Natürlich will ich kämpfen. Mitten im Zimmer. Jetzt so ein Glurak mit Feuersturm. Aber ich hab nur einen kleinen Vogel. Wie viel kann Abra? Schafft er gar keine Konfusion? Das wäre ärgerlich. Ich glaube, Ladestrahl macht sie besser. Ist das eine Elektroattacke? Verdammt. Naja, boostet der Spezialangriff ruhig. Zum Glück ist einfach nicht so stark. Gilt auch für meine Sonella. 7. Ja, da meine Flugattacke, meine Güte. Nutzt deinen Schnabel. Oha, das ist was wohl. Yeah, 400. Jetzt muss ich doch nochmal heilen. Ist schwer zu gewinnen, wenn man nur wenige Pokémon zur Auswahl hat. Und bereit für Kampf Nummer 2.
Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet, deshalb weiß ich nicht, wie gut es laufen wird. Aber können gegeneinander kämpfen? Ich muss immer die Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Und trotzdem wird sie verlieren. Ja, Schulkind Lexi. Hat auch einen Abfall. Muss ich mir Sorgen machen? Ich schaff's gegen noch einen Ladestrahl in die Schnauze. War gar nicht so cool. Aber ich kann ruckzuck hieben. Oh, natürlich kann sie alles strahlen. Wenn es jetzt keinen Volltreffer macht, soll ich das überleben. Hat sie von auch 6 KP? Egal, machen wir nochmal Ruckzuck geben und. Kriege ich jetzt hier irgendwas Ladestrahl? Level 8. Nun, und das geht gut voran. Dabei lerne ich doch so viel und gerne. Ich dachte, ich hätte eine Chance. Ha, falsch gedacht. Mit nur ein Abra mit Ladestrahl. Wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir es schaffen würden. Aber jetzt bin ich einfach nur platt. Wie stark du bist, wow. Wenn du magst, sprich mit meinem Freund hier. Er hat einen Temp für dich. Der, oder? Nee. Ja, ja, ich weiß. Cool, du bist wirklich gut. Wir üben jeden Tag und haben trotzdem keine Chance. Du wirst diese Temp sicher richtig einsetzen. Hier, bitte. Temp 10. Ladestrahl, oder? Mit der TM10 kannst du einem Pokémon die Attacke Kraftschub beibringen. Wenn es Kraftschub Kampf 1 hat, erhöht sich dein Angriff und Spezialangriff. Aber denk daran, dass du ein TM nur einmal verwenden kannst. Yeah. Hab ich die schon mal angequatscht? Ah ja, hat er schon. Dann lass mich gehen. Ich sollte meine Zonelle aufheilen. Das Ding tankt nichts. Okay. Hier sind noch viele Leute. Das Problem ist, ich will ein bisschen vorankommen. Und dann kommen wir raus. Im ersten Stock befindet sich der lokale Raum. Dort kannst du zum Beispiel anderen Leuten kämpfen und Pokémon tauschen. Yeah. Du weißt doch, dass Pokémon unterschiedliche Typen wie Wasser, Feuer, Pflanze angehören, oder? Das heißt, dass diese Typen Vor- und Nachteile haben. Auch wenn du sich bereits 6 Pokémon deinen Typen finden, kannst du noch weitere fangen. Diese kannst du schon in PC-Boxen verstecken. Das ist möglich, dass die immer mehr Pokémon zu fangen. Und es macht jedes Mal ungeheuer Spaß, einen Blick auf eine Box zu werfen. Yeah, was für ein Spaß, in die Box zu gucken. Wir kennen das alle. Oh mein Gott, was ist mit denen? Wie bitte? Du willst ein echter Pokémon-Trainer sein? Besitzt aber nicht mal ein Poketch? Das ist etwas wie ein Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du liebst echt unter den Mond. Ich habe den Poketch erfunden. Du musst wissen, ich stelle ihm sehr mäßig her. Aktuell leite ich zumindest auch noch eine Werbekampagne dafür. Um daran teilzunehmen, musst du nichts weiter tun, als 3 Clowns in die Überschau zu finden. Wenn das gelingt, bekommst du von mir einen Poketch geschenkt. Yeah. Da ist einer. Hallo, ich bin einer der Clowns aus der Poketch-Werbekampagne. Hier ist meine Frage. Wird ein Pokémon stärker, die das Geld bestreitet und das Erfahrungspunkt anhäuft? Ja. Bingo, damit liegt das Gold richtig. Pokémon werden in der Tat stärker, indem sie andere Pokémon besiegen. Manche Pokémon nehmen dadurch sogar irgendwann eine fälschende Gestalt an. Das sind dann Entwicklung. Wir haben einen Schaumkupon erhalten. Okay, bleibt dort stehen. An meinem Gürtel hängen im Moment 6 Pokébälle, genau. Mehr Pokémon kann ich jetzt im Team haben. Warum auch immer. Jubelstadt liegt auf einem Stück Land, das einst aus einem Berg gekauft wurde. Die Menschen und Pokémon aus Erzlinge haben vielleicht dabei geholfen. Ja. Ich habe hier eine Trainerschule meinen Abschluss gemacht. Man kann einen Abschluss machen, interessant. Mit ein bisschen Lernfleiß kannst du sicher auch noch einen starken Eindruck machen. Ich muss keinen Eindruck machen. Hey, Scheiße, da kommt jetzt etwas plötzlich. Aber hättest du Lust, eine Gruppe beizutreten? In einer Gruppe kannst du mit anderen Mitgliedern zusammenarbeiten und dich mit ihnen messen und so jede Menge Spaß haben. Na, was sagst du? Ja. Klasse! Wie soll die deine Gruppe heißen? Wir nennen unsere Gruppe Blues. Unglaublich einfallsreich. Die Gruppe soll also Blues heißen? Das ist wirklich ein toller Name. Aber kein Wunder, schließlich bist du auch ihr Leiter. Drück dir darum, dass deine Gruppe möglichst viele Mitglieder bekommt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen kann. Hallo, ich bin einer der Clowns aus der Poketch-Dingens-Kampagne. Kann mal ein Pokémon ein Item zum Tragen geben? Ja.
Damit liegt sie gold richtig. Ein Pokémon kann exakt ein Item tragen. Manche Items zeigen Wirkung, sobald sie von einem Pokémon getragen werden. Trägt dein Pokémon eine Beere, verschmeißt es bei Bedarf eigenhändig während eines Kampfes. Und Coupon Nummer 3. Immerhin. Das ist, glaube ich, genau das Bild, was in dem Haus von der Mutter auf dem Fernseher wäre. Hast du schon Fernseher gesehen? Da gab es ein Interview mit mir. Nein, habe ich nicht. Ich gucke gar kein Fernsehen. Tag auch, woher kommst du? Aus Zweiblattdorf also. Ein schön beschauliches Örtchen. Jubelstadt hingegen ist riesig. Du erleidest bestimmt einen Kulturschock. Ich würde gerne noch den Clown finden. Sag mal, machst du eigentlich auch bei der Kampagne mit? Nein? Oh, solltest du aber unbedingt. Okay, dann lässt mich nicht gehen. Ich könnte jetzt oben rauslaufen. Da steht den letzten Clown. Der da steht. Je mehr man mit seinem Pokémon unterwegs ist, desto zutraulich werden sie. Glauben sie zumindest. Klingt logisch zumindest. Hallo, ich bin ein Clown und so weiter. Hier ist meine Frage. Pokémon gehören ja bekanntlich verschiedene Typen an. Gibt es auch für Attacken? Ja. Alles ja. Wenn der Typ eines Pokémons mit seiner Attacke entspricht, fällt diese wesentlich stärker aus. Und ich habe den zweiten Coupon. So, ist der Typ noch hier unten? Ich will meinen Armband abholen. Da werde ich mal deine Coupons zählen, natürlich mit Hilfe des fantastischen Pokécatchs. Bis 3 zählen. 1, 2, 3, bravo! Da kann ich schon applaudieren. Im Tausch gegen die Coupons hältst du einen Pokécatch von mir, wie versprochen. Yeah! Du kannst deinen Pokécatch auch mit neuen Apps aufrüsten, um ihn vielseitig zu machen. Drücke ja, ja. Ja, mit R ruhig schon auf. Mit R gedrückt halt wieder weg. Ich hab ihn arm. Die Uhrzeit. Ein Taschenrechner. Schrittzähler. Mein Team. Ich habe irgendwo mal gedrückt. Oder? Schritt plus. Egal. Ich hab 23. Coupons, da ich 1, 2 und 3 besitze. Genauso funktioniert das. Ja, ich muss weiter hoch, ne? Einfach nur nach Norden. Ich muss nach rechts, okay. Ich würde aber nochmal hier reinlaufen. Hi, ich bin der Präsident der Gesellschaft. Ich arbeite gerade an einer neuen App für die Pokédex, aber sie ist noch nicht fertig. Ich denke, sobald du einen ersten Orden hast. Soll sie bereit sein. Ja, eine gute Zeitangabe. Komm wieder, wenn du den ersten Orden hast. Ich werde weitere Apps für den Pokécatch entwickeln. Denn genau wie ein Pokémon entwickelt sich auch mein Pokécatch weiter. Der Forscher halt. Der macht auch Apps. Das ist ja dein Familienunternehmen, als solches gar nicht so groß. Das sehe ich auch. Wenn man hier die Euro hat, dann vielleicht mal. Wir versuchen stets uns in der Lage eines Trainers zu versetzen, wenn wir neue Apps für Pokédex entwickeln. Schließlich hat uns die Zufriedenheit unserer Kunden absolute Priorität. Weißt du, wie die groß sind? Die verschenken die Dinger einfach nur. Der vollständige Name des Pokédex lautet Pokémon Chronometer. Doch das wäre ein bisschen zu lang. Aber egal, ich bin übrigens der Vater des Präsidenten der Pokédex Gesellschaft. Yay. Patschi. Bibi. Ein Getränk. Dieses Regal ist randvoll mit Pokémon-Büchern. Ich meine, ja, es zählt den rechten Rand, aber stehe wohl mehr links. Ein Eimer. Schade. Das ist bestimmt die Mutter, oder? Also die Frau. Mein Mann ist Präsident der Firma. Dabei hat er ja mal ganz klein in der Garage angefangen. Und nun fertigen wir Produkte an, die Menschen doch ganz glücklich machen. Stell das mal vor. Oh ja, stell das mal vor. Sag mal, hast du eigentlich ein Pokécatch? Davon gibt es zwei verschiedene Modelle, die jeweils unterschiedliche Farben haben. Ja, ich glaube, wenn man die weibliche Person nimmt, ist es rot statt blau. Überall auf der Welt denken sich Leute neue Apps für Pokécatch aus, die du uns dann an allen möglichen Orten erhalten kannst. Auf dem PC findest du Beschreibungen zu den jeweiligen Apps. Da will ich nicht reingucken.
Und ein leerer Apfeleimer. Mann, wo sind immer leer? Kann ich was reinwerfen? Was ich brauche? Egal, wir gehen wieder. So, wir hätten alles in Jubelstadt gemacht, oder? War ich hier schon mal drin? Ein Apartments gesucht. Vielleicht ist da noch irgendwas. Oh, deine Pokémon sind wirklich reizend. Hier, warum gibst du ihnen nicht einen von diesen Flinkklauen? Oh, der Flinkklaue hat schon gelohnt, der Reise gehen. Mein Platinator braucht das eher. Und die Flinkklaue. Ja, gut. Oh, ist mein Poketch nicht wundervoll? Ohne solch ein Poketch wäre man als Trainer doch wirklich aufgeschmissen. Hast du dir schon ein paar Heilbälle im Pokémon-Super gekauft? Legst ein Pokémon seinen solchen Ball, was vollständig geheilt. Und das bedeutet, dass du das Pokémon sofort, nachdem du es gefangen hast, im Kampf einsetzen kannst. Irgendwas wunderndes Ball muss wohl eine heilende Wirkung haben. Aber auch nur einmal. Ich liebe es, wenn mein Pokémon ihre Attacken einsetzen. Wenn sie stärker werden, dann lernen sie beispielsweise sogar neue Attacken. Ich freue mich dann immer riesig, wenn sie ihre neuen Attacke zum Einsatz bringen. Oh ja, neue Attacken. Gibt es in dem Markt auch, Schlachtbälle? Ich mag die Bälle, die sind übelst gut. Gefühlt kann man die einfach alles sofort fangen damit. So, was hast du denn so? Ja, nur Heilbälle. Schon mal genug Pokebälle. Kann man einfach braucht. Ich brauche in erster Linie Tränke. Ich werde all meine Pokémon kampfen, wird ganz schwarz sorgen. Willst du ein Pokémon fangen, solltest du zusätzlich seine KP senken. Willst du das nicht, werden deine Pokebälle also nicht so effektiv erweisen. So. Ich glaube, das war Jubelstadt. An dem Punkt. Und beim nächsten Mal. Gehen wir dann. Das war nicht die Karte. Ich kann es noch nicht sehen, wie das Ding heißt. Erzlingen. Ach so, das ist Erzlingen. Okay, bei nächster geht es noch Erzlingen und bis dahin.